ihr interessiert euch für einen Stellplatz auf Elba, genauer gesagt im Norden beim Procchio, dann schaut euch diesen Film an. Es ist schon wieder Montag, 18.30 Uhr und ihr schaut wieder zu bei Fanverwendet. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen, mein Name ist Markus und heute zeige ich euch einen Stellplatz auf Elba, genauer gesagt im Norden von Elba in Procchio. Und dieser Stellplatz heißt La Perla. Und ob hier Name Programm ist, das wollen wir herausfinden. Kommt mit. Man muss ehrlich sein, der Stellplatz ist einfach gehalten, aber er bietet doch eine ganze Menge. Angefangen vom Spielplatz, über Waschgelegenheiten, über Duschen und WCs. In Summe, schreibt der Campingführer, bietet dieser Stellplatz hier 28 Plätze. Wenn man hier so rumgeht, hat man den Eindruck, es ist deutlich größer, weil das Areal ziemlich groß ist und sehr weitläufig. Aber das zeige ich euch jetzt. Natürlich darf bei Markus der Spielplatz nicht fehlen. Jetzt zeige ich euch mal unseren Stellplatz, denn wir sind hier quasi auf dem alten Tennisplatz untergebracht. Das Coole ist, du hast natürlich überall Strom und du hast auch auf jedem Bereich wirklich dein eigenes Frischwasser, wo du jederzeit nachfüllen kannst. Auch das finde ich sehr, sehr angenehm. Das ist also der Pool. Der ist auch ausgeschrieben in den ganzen Stellplatzführern. Ganz ehrlich, den Pool würde ich nicht mehr ausschreiben, denn das ist einfach nur ein Ententeich. Den würde ich mal von der Liste streichen. Brauchst du aber auch nicht, weil man hat ein tolles Meer und das zeige ich euch gleich. So, und wirklich keine Minute entfernt vom Wohnmobil ist der Strand und den zeige ich euch jetzt. Am Strand selber gibt es dann nochmal Duschen. Es hat natürlich Liegeplätze mit Sonnenschirmen und es hat ein paar Restaurants. Auch die Rezeption finde ich hat echt Charme. Eine Information möchte ich euch nicht vorenthalten, denn direkt vom Stellplatz gehst du am Strand entlang auf diesem Weg in 5 Minuten ins Ortszentrum von Procchio. Dort gibt es Supermärkte, ganz viele Restaurants, da gibt es einen Markt und es gibt auch eine Busverbindung zu den anderen Städten auf dieser Insel. Auf dem Stellplatz finde ich es auch toll, du hast Grillmöglichkeiten und auch tolle Abwaschmöglichkeiten. Kommen wir zum Sanitärbereich, beziehungsweise zu den Sanitärbereichen, denn es sind mehrere. Du hast hier einmal Dusche und hast auch Toiletten und jetzt zeige ich euch mal die Duschen, das ist ein bisschen aufregender. Da musst du nämlich Geld einschmeißen. Hier wählst du dir deine Duschkabine aus, wo du warmes Wasser haben willst. Hier schmeißt du 50 Cent rein und dann leuchtet es. An den Tennisplätzen vorbei kommst du zu den Toiletten und die zeige ich euch jetzt. Also über das Design lässt sich ja streiten, aber die Toiletten sind auf alle Fälle sauber. Natürlich hat sie auch eine Entsorgung, einmal fürs Grauwasser, aber natürlich auch für die Chemietoilette. Ja, kommen wir zur Bewertung dieses Platzes und da fangen wir gleich mal mit der Lage an. Einmal ist die Lage perfekt, weil du bist direkt am Strand, wie ihr hier auch gerade noch mal eingeblendet seht. Die Parzellen selber sind, finde ich, ausreichend groß für einen Stellplatz, absolut in Ordnung. Und du hast auch alles an deinem Platz, was du brauchst mit Strom und so weiter. Es ist hier nicht alles so gerade und fix und fest und hin und her. Das macht es aber irgendwie aus. Es hat irgendwie einen ganz eigenen Charme. Also insofern für diesen Stellplatz in der Kategorie Lage würde ich sagen 4 Sterne. Bewerten wir als nächstes die Ausstattung und da gebe ich auch nochmal 4 Sterne, denn du hast hier Toiletten, du hast hier Duschen, den Pool haben wir gestrichen, das haben wir schon gesagt, du hast Möglichkeiten zum Grillen, du hast einen Spielplatz, du hast Tennisplätze und du hast natürlich Strom und Frischwasser, du hast Entsorgung, du hast alles da, was du wirklich brauchst, also
Spielplatz, weiß nicht, ob du den wirklich brauchst, aber ihr wisst, was ich meine. Und du hast vor allem direkten Zugang zum Meer. Also insofern von meiner Seite für die Ausstattung definitiv 4 Sterne. Bei der Bewertung von Preis-Leistung bin ich ehrlich, kann ich nicht mehr als 3 Sterne geben, denn wir zahlen hier 49 Euro pro Nacht für 2 Erwachsene, ein Kind und natürlich den Van. Wobei man sagen muss, dass in diesem Preis schon WC, Strom alles inkludiert ist. Und man hat sogar noch am Strand einen Sonnenschirm und 2 Liegen in den Preis integriert. Also insofern, man darf nicht meckern, man ist auf Elba, da ist eh alles teurer, ist klar. Aber im Vergleich zu allen anderen Stellplätzen, die ich bisher so bewertet habe, kann ich da einfach definitiv nicht mehr als 3 Sterne geben. Also kommen wir zur Gesamtnote dieses Platzes und dafür gebe ich sehr gerne 4 Sterne, denn dieser Stellplatz ist irgendwie charmant. Der ist ein bisschen chaotisch, aber er hat alles, was man braucht, wenn nicht sogar mehr für einen Stellplatz. Vom Preis her ein bisschen teuer, aber das ist halt Elba. Aber ansonsten super nette Leute und vor allem einen gigantischen Strand. Also insofern von mir 4 Sterne. In der Gesamtnote für diesen Stellplatz. Ja, das war auch schon wieder der Film zu diesem Stellplatz. Wir machen uns auf zu neuen Zielen. Wie hat euch dieser Film gefallen? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Was habt ihr noch für Ideen? Welche Stellplätze kennt ihr noch auf Elba? Was könnt ihr empfehlen? Welche Erfahrungen habt ihr? Also gerne unten reinschreiben. Lasst mir ein Like da oder vielleicht sogar ein Abo. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns nächsten Montag 18.30 Uhr wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Fan for Van. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und egal wohin auch immer ihr reist, kommt gesund und glücklich wieder zurück. Bis dahin, euer Markus. Ciao.